Servus die Maum und grüß euch die Buben. Es ist Wochenende, wir haben Samstag. Eigentlich hätte ich sollen nach Wien fahren, hat sich aber erledigt. Was mir jetzt natürlich nicht ungut kommt, denn volles Gepäck und nach was schaut das aus? Rechteck, ein Overnighter. Ja, wir haben bereits kurz nach 16 Uhr, das heißt in einer halben Stunde geht die Sonne unter und da will ich mal losgehen. Ich habe heute den neuen Defense 4 dabei, werden wir schauen. Wir bringen heute minus 5 Grad, schauen wir, ob ich da friere oder nicht. Und es geht auch diesmal heute nicht ins Lager, nicht am Steinbruch, zwar am Hausberg, aber einmal in eine andere Gegend. Dort war ich zwar schon bei Tag, aber noch keine Nacht. Also gehen wir, verlieren wir keine Zeit. Geil, da liegt ja da noch ein halber Meter Schnee. Halt nur auf einen Haufen, aber trotzdem. Bist du deppert. Alter Verwalter. Der Dampflug ist ein Scheiß gegen mich. Hoppala. Na, schauen wir mal, da durchkommen. Ah, geht sich gerade aus. Ja. Schön langsam näher mit dem Platzl, wo ich hin will. Und wer die Steinmauer da hinten vielleicht kennt, weiß, wo ich bin. Das ist eine kleine Suttentorin. Da ist sicher heute komplett windstill. Und da machen wir es heute gemütlich. Ja, ich denke, ich werde mich da herpflanzen. Über den Baum dahinter spanne ich das Tarpind her. Es wird zwar nicht regnen, aber wie es sehr wegen der Gemütlichkeit ist. Ja, wie gesagt, ich richte jetzt einmal schnell alles her, weil jetzt wird schon langsam finster und dann schalte ich wieder dazu. Also, bis gleich. Ja, Freunde, ich habe einmal alles aufgebaut. Heute das britische Army Shelter Sheet dabei. In Defense 4. Ich habe heute zwei Unterlagsmatten. Ich teste gerade meine Eiche von Geartops. Also 240x160, die gibt es in verschiedenen Größen. 200 oder 300 Gramm, also extrem dünn. Dann da herum habe ich noch also eine ganz dünne. Damit decke ich eigentlich meinen Rucksack zu. Ich rechne heute, dass auf alle Fälle feucht wird, weil bei minus 5 Grad wird es wahrscheinlich huschi werden. So, ja, das Teil steht einmal alles und jetzt, ich habe noch nicht einmal geschaut, wo ich jetzt einen Platz finde, wo ich mir es jetzt ein bisschen gemütlich mache, aber das schaue ich jetzt gleich. Ja, da habe ich jetzt einen gemütlichen Stein gefunden. Die LF habe ich schon hergekriegt, die wird mir heute reichen, da werden wir nicht viel mehr Feuer machen. Das Holz habe ich genug, vom Bit habe ich wieder so ein gemütliches Feuer mit dabei, das werden wir auch anzünden. Zum Futtern gibt es heute einmal ein paar Spencerbohnen, rote Kindlibohnen, dann habe ich dazu ein bisschen vorgeschnittenen Speck. Ja, Tomatenmark gibt es keins, dafür haben wir Ketchup dabei, ein bisschen an Zwiebel, ja, und ein Pfandl. Und das sollte die eigentlich reichen. Ja, jetzt warten wir, bis die ordentlich zieht. Im Augenblick haben wir 1 Grad plus. Ja, habe noch eine Westen drüber gezogen. Ich habe noch eine Jacke auch dabei. Also ich denke, ich werde das aushalten im DF4. Auf das bin ich eh schon gespannt. So, dann werden wir ein bisschen auch gleich entflammen. Schauen wir mal, ob das gleich so geht. Drüber landen, brennt es sicher auch gleich. Nein, ist er schon da. Zwecks der Gemütlichkeit. Perfekt. Ja, das Holz ist waschelnass hier. Das gluckert da ordentlich. Ja, macht aber auch nichts. Wenn es einmal brennt, brennt es. So, als erstes werden wir mal den guten Speck ein bisschen anbrutzeln. In Zwiebeln, wie wir schon geschnitten haben, können wir mal eine kleine geben. Ein kleines noch resten. Die kommen einmal dazu. Ja. Ja, das schaut gut aus. Die sind einmal zum Essen fertig. Perfekt. Ach so. Ja, dann, die nehmen wir so. Das dampft ordentlich.
Mahlzeit, Freunde. Ja, na, hoffentlich hält das heute der Teffi aus den Bohnen. Bist du nahe? Es dampft dann ordentlich. Ja, jetzt habe ich müssen umswitchen. Das brennt nicht gescheit, aber ich brauche natürlich nur ein Käfchen. Und da muss wieder mein Tag herhalten, was sowieso. Der ist sowieso. Der ist unverwüstlich, der geht immer. Der hat mich noch nie enttäuscht. In dem Sinn wünsche ich mir wieder meinen ganzen Krankensessel das Allerbeste. Brummer, du bist auch noch krank. Ich hoffe, du bist auch bald wieder am Daumen. In dem Sinn natürlich den Restling und dann auch wieder Prost, Freunde. Kurz vor 7, 0 Grad. Ja. Klar, beim Sitzen ist es kühler. Aber wie gesagt, ich habe noch eine Jacke da. Habe auch heute wieder meine Thermo-Unterwäsche. Das bringt natürlich auch einiges. Also, die ist schon Weltklasse. Ja, Käfchen ist erledigt. Das war's. Aber jetzt gibt's noch was Leckeres. Und zwar habe ich in irgendeinem Video gesehen, fragt's mich nicht mehr, wer das war, der hat sich seinen Seelenwärmer gemacht. Das ist so ein Creme-Pudding, den was man mit Wasser macht, also mit heißem Wasser. Und der wird richtig cremig, also echt spitzenmäßig. Ich meine, besonderen Dank an den Thorsten, der hat mir mal ein paar organisiert. Und in der Zwischenzeit sind die eh schon alle weg, natürlich schon alle packt wie nichts. Und die gibt es bei Amazon. Natürlich habe ich da gleich mal ein paar geordert. Ja, wir werden da mal ein frisches Wasser aufsetzen. Ja, kommt natürlich wieder mein Dachsel zum Einsatz. Ja, in der Zwischenzeit habe ich meine Laterne hergeholt. Also mal schauen, wie lange die Kerzen brennt. Das sind jetzt keine Originalen. Das sind nachgekaufte von Ikea. Sind aber genau dasselbe Material. Und schauen wir mal, wie lange das brennt. Eine damit. Ja, sagen wir, das sind 150. Und rasch rühren. Ja. Und so wird das dann. So, na dann werden wir mal den kosten. Ich weiß nicht, wie er schmeckt. Urgeil. Ja, habe jetzt einmal alle Lichter abgedreht, bis auf ein kleines, was mir ins Gesicht leicht und eigentlich meine Laterne da hinten. Ja, in der Zwischenzeit habe ich mir noch die Jacken aus und beim Sitzen wird es ja da kühl. Ja, ich habe mir jetzt da entschlossen, ein kleines Feierl zu machen. Haben wir da ein paar Steine aufgelegt. Ja, ein kleines Feierl. Schön überschaubar. Ja, ist natürlich gleich gemütlicher mit einem Feierl da. Habe ich gleich die Jacken ausziehen können. Daneben strahlt es da ein bisschen an. Haben wir da so ein bisschen eine Steinburg gebaut quasi. Also das brennt schön ganz gemütlich dahin. Fast mehr Glut wie Brenner und es ist trotzdem schön warm daneben. Optimal. Ja, mit so einem Feierl ist es natürlich schon gemütlicher. Ja, wie gesagt, das ist 10:30 und jetzt haben wir sie schon langsam nieder. So, Freunde, der Hut wurde getauscht gegen ein bisschen Haberl. Ich weiß auch nicht, ob ich den Kopf reingib oder ob ich ihn so herauslasse. Ich habe mir einen Polster drunter gelegt und eine Jacke noch. Also, warm ist mir jetzt schon. Wenn das so weitergeht, muss ich was ausziehen. Na, schauen wir mal. Gut, machen wir mal dicht und sagen wir mal gute Nacht. Ja. Guten Morgen. Frisch.
haben jetzt da, kurz vor 6:30. Ja, es ist zwar noch finster, aber es ist, werde jetzt schon langsam aufstehen. Ja, ich muss gestehen, im Defense 4 war es warm. Wir hatten minus 5 Grad um 4 in der Früh. Jetzt haben wir noch minus 4. Und ja, hat meine Thermounterwäsche an, hat meine Hosen anbehalten. Habe auch die eine Jacke an. Die zweite habe ich ausgezogen, das war eigentlich zu warm. Ja, bin recht zufrieden. Einzige Problem, was ist, es ist halt verdammt eng da herin. Aber ja, sonst würde es auch nicht warm werden. Ja, das muss man sich halt gewöhnen. Aber ich sage jetzt einmal, jetzt stehen wir schon langsam auf. Der Reißverschluss ist ja super. Ratschi offen. So. Ja, haben wir wieder mal ein Feierl gemacht, aber die haben heute noch drunter auf, es ist doch frisch. Die minus 4, die beißen natürlich. Und ja, so ein gemütliches Feierl. Ich mag es aber jetzt nicht mehr so riesengroß. Nur ein bisschen, dass es dann immer ein bisschen angenehmer wird. Ja, schauen wir mal. Dann schon langsam noch Frühstück. So. Jetzt gibt es einmal wieder Frühstück. Gebe wieder ein bisschen an Speck und zwei Eier. Und das machen wir wieder auf meinen Dogs. Jetzt gehen wir es einmal an. Ploppert auch schon vor sich hin. Ja, Freunde, Prost und guten Morgen einmal wieder. In der Zwischenzeit habe ich mir ein bisschen was aufgehängt zum Auslüften. Solange ich meinen Kaffee trinke. Ja, das passt schon so. Selbstverständlich nehme ich sämtlichen Mist mit. Das ist eh ganz klar. Den Rest werden wir dann noch löschen. Einen Schluck genehmigen wir noch. Den Rest. Ja, da ist alles gefroren. Ist klar. Die Steine lasse ich. Ich bin mir sicher, da komme ich noch mehr her. So, machen wir den Platz noch sauber. So, dann machen wir noch auf sauber. Alles eingepackt. Letzter Kontrollblick. Passt, alles eingepackt. Gehen wir. Machen wir einen Blick zurück. Geile Gegend. Und auf geht's. Weiter geht's heim. Ja, in der Zwischenzeit ist es eine. Immer noch ein bisschen Trieb. Ah, macht nichts. Jetzt sind wir auf der heroben Seite vom Stabbruch. Da werden wir schnell mal oben filmen. Und dann geht's weiter heim. Ja, das Platzl gehen sie ja zu Genüge. Da liegt sogar noch Schnee. Ja. Schön schaut's aus. Passt. Immer retour. Jetzt sind wir da wieder am Weg zurück, wo da der halbe Meter Schnee noch war. Da haben wir so einen alten Steinerhaufen, dürfte einmal so eine alte Hütte gewesen sein. Vielleicht für die Schafe, was die da rumgehabt haben. Ah ja, halt. Seid ihr auch noch da. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Ich bin fast beim Auto angelangt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Quasi mein erster Overnighter 2019 und der erste Overnighter mit dem Defense 4.
Ja, Freunde, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wünsche noch einen schönen Tag, schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Burg.